Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten an im Levi Stadium, ich will immer noch Candlestick Park sagen, gegen die San Francisco 49ers. In der Saison das bis dato beste NFC-Team, zusammen mit den New Orleans Saints. So, Matt Ryan aber ist hier der Quarterback, ein anderer NFC-Quarterback, und zwar der Quarterback der Atlanta Falcons, Matty Ice. Wir wollen mal hoffen, dass er hier nicht so cool bleibt. 1. und 10 an der 27-Yard-Linie für die Niners. Man in Motion von der linken Seite. Ein Laufspiel, aber da kommt Fender Esch durch die Lücke, macht einen Tackle for Loss. 4 Yards Raumverlust für San Francisco beim ersten Runplay. Oh, Red Ryan bleibt cool, findet einen Receiver. 4 Yards Raumgewinn. Jetzt sind sie wieder da, wo sie eben angefangen haben. 3. Versuch und 10 von der 28-Yard-Linie. Und das ist eine Completion. Zu viel Zeit für Ryan in der Pocket. Wir gehen mal in eine Zone Coverage. 1. und 10 an der 44-Yard-Linie. Was passiert da gerade hinten im Backfield der 49ers? Als ob die Cowboys sich darum streiten würden, wer denn jetzt den Sack setzen darf, und dann setzen am Ende des Tages keiner. 2. und 10. Ein Lauf. Das ist jetzt ein 3. Versuch und 10. Aber den hat Matt Ryan ja eben schon mal in einen neuen ersten Versuch umgewandelt. 3. und 10. Ich komme nicht aus den Blocks raus. Schöner, sicherer Tackle von Tillman. 1. Versuch und 10 an der 35-Yard-Linie. Ein eindrucksvoller Drive der 49ers. Sie sind an der 35-Yard-Linie der Cowboys. Da hat zwar gut gerappelt, aber der Receiver hält den Ball fest. 2. Versuch und 1 von der 26-Yard-Linie. Ein Lauf durch die Mitte, das ist ein neues First Down. Coleman an der 23-Yard-Linie. Wir nähern uns langsam schon dem Ende des ersten Quarters. Schöner Tackle hier von Tillman. Wir haben einen 2. Versuch und 11. Das wird höchstwahrscheinlich das letzte Play im ersten Quarter werden. Incomplete Pass, gut verteidigt von Sanjeo. So, wie angekündigt ist das erste Quarter vorbei. Wir gehen mit einem 3. und 11, mit einem wichtigen 3. Versuch ins zweite Quarter hinein. Wir gehen in eine Cover 9, zeigen Matty Ice eine Cover 2, 3. und 11. Viel Druck und Matt Ryan bleibt cool. Matty Ice schlägt zu, findet Antonio Brown in der Endzone. Und die 49ers gehen in Führung. Ein sehr, sehr eindrucksvoller Drive von San Francisco. Verdiente 7:0 Führung. Wir sehen den Return. Ball an der 3-Yard-Linie. Sanders läuft. Oh, und wird früh gestoppt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Unsere Offense kommt aufs Feld, die Triplets. Ihre eigenen 28-Yard-Linie. Wir laufen erstmal ein bisschen. Über die linke Seite, über Emmitt Smith. Oder wie früh da die Blocks fallen gelassen werden. Minus ein Yard. 2. und 11. Wir nehmen den Trail. Irvin, Witten und Mike Cooper attackieren die Mitte. Oh, der war incomplete. Oh Leute, was ist denn hier los? 3. und 11 von der 26-Yard-Linie. Whitney attackiert die Mitte. Smith kommt aus dem Backfield. Das ist ein First Down durch den Tight End der Cowboys. Durch Jason Whitner an der 40-Yard-Linie. Und das war ganz, ganz wichtig. Also hier ein 3-and-Out. Das wäre moralisch der Albtraum geworden. Wir täuschen den Lauf rechts an. Laufen über die linke Seite. Da sind keine Lücken. Wir sind schon beim 2-Minute-Warning. Und die Offense der Cowboys tut sich schwer. Slot-Drive. Wir achten wieder auf Witten in der Mitte. Irvin im Slot. Müssen wir schauen, was der Safety macht. Die Safeties gehen nicht mit. Touchdown für die Cowboys. Man hat früh gesehen, dass der Free Safety unkonzentriert gewesen ist. Nicht wusste, gehe ich in die Mitte, laufe ich mit nach hinten. Tja, und das ist dann einfach für einen Wide Receiver. Wenn der den Cornerback überholt hat, ist da freie Bahn. Die Cowboys gleichen nach einer... Die erste Angriffssequenz haben wir gedacht, uiuiui, das wird übel. Und dann gelingt einem so ein Big Play. Das ist halt der Vorteil, wenn du solche Wide Receiver im Kader hast. Der Kick geht hinter die Goal-Line. Wird jetzt retourniert. Wir haben noch mächtig Zeit auf der Uhr. 1:49 in der ersten Hälfte noch zu spielen. Beide Teams haben noch alle 3 Auszeiten. Also von der Zeit her gibt es hier mal noch überhaupt keine Probleme. 1. und 10. Wir müssten halt nur mal durchkommen zu Matty Ice. Der Ball an der 48-Yard-Linie. Wir gehen in eine Cover 3 Sky Defense, in eine Zone Coverage. Tiefer Ball und der ist incomplete. 2. Versuch und 10. So, wir gehen jetzt in eine Cover 4, wechseln komplett in die Zone Verteidigung. 2. und 10 an der 48. Incomplete Pass und fast der getippte Ball intercepted. 3. und 10. Die Chance, die 49ers hier zu stoppen. 3. und 10. Renfrew in Doppeldeckung hatte keine Chance. Ball an der 35-Yard-Linie. Neues First Down für San Francisco. Die Niners haben genauso wie die Cowboys noch alle Auszeiten und bleiben deswegen hier im Moment sehr cool. 1. und 10. Vollständiger Pass, Ball an der 26-Yard-Linie und jetzt nimmt San Francisco die erste Auszeit. Wir haben einen 2. Versuch und 2 an der 26. Der nächste vollständige Pass. Die rollen hier über das Spielfeld. 2. Auszeit genommen von San Francisco. 1. und 10 in der Red Zone der Cowboys an der 17-Yard-Linie. Die nächste Completion. Ball an der 13-Yard-Linie. Die Uhr läuft jetzt weiter. San Francisco hat nur noch eine Auszeit und die wollen sie sich verwahren, um eventuell die Field Goal Unit aufs Feld zu schicken. Incomplete Pass von Ryan. 3. Versuch und 6. Und endlich mal ein Sack. Ed Too Tall Jones kommt durch. 4. und 15. Die Niners haben hier so viel Zeit von der Uhr genommen. Und der Field Goal Try wird geblockt. Oh, da läuft der Verteidiger über den Ball. Gott, wäre das jetzt noch ein First Down geworden. Ich wäre wahnsinnig geworden. Keine Punkte für San Francisco durch diesen geblockten Field Goal Try. So, San Francisco muss die zweite Hälfte mit dem Kickoff eröffnen. Die Offense der Cowboys kommt gleich wieder aufs Feld. An der 5-Yard-Linie erstmal Sanders mit der Aufnahme des Kickoffs. Der Return. Gestoppt an der 37-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. Und wir versuchen nochmal ein bisschen zu laufen. Emmitt Smith über die rechte Seite. Ein Toss. Wir laufen parallel zur Line of Scrimmage. Und da hat er Blocks. Das ist das nächste Big Play der Cowboys. Touchdown, Emmitt Smith. Die Big Plays zerbrechen hier gerade die 49ers. Neuer Spielstand 14:7 Dallas. Heißt aber natürlich auch, wir haben das Spiel komplett gedreht. Vom Rückstand in eine Führung. Der Kickoff der Cowboys geht knapp hinter die Goal-Line. Der Return von San Francisco ist unterwegs und ist gestoppt an der 33-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. So, vollständiger Pass. Der Ball ist an der 33-Yard-Linie. Aber kein Raumgewinn. 2010. Ein Mörderhit von Sean Lee. 3. Versuch und 3. Wird das ein 3-and-out? Das wäre kein gutes Zeichen für San Francisco. Aber das ist ein First Down. Durch die Mitte, Coleman strampelt sich da irgendwie durch. Neuer 1. und 10 an der 46-Yard-Linie. Wieder ein Run. 1 Yard Raumgewinn, nur 2009. Ball an der 47. Wieder ein Lauf durch die Mitte. Die Niners haben die Mittellinie überschritten. 3. und 3 von der 47-Yard-Linie. Boah! Da konnte sich mein Verteidiger nicht entscheiden. Nämlich den linken oder rechten Verteidiger, Angreifer. Ich habe mich für den rechten entschieden. Der Pass ging leider zum linken. Ball an der 30-Yard-Linie. 1. Versuch und 10 für San Francisco. Sanders mit dem guten Tackle. 2009. So, wir gehen wieder rüber in eine Zone-Coverage. Wir nähern uns schon dem Ende des 3. Quarters. Und das ist ein Pick. Renfro kurz vor der Goal-Line. Retourniert den Ball jetzt auch noch. 2 schöne Juke-Moves. Und nothing but green grass. Eine Pick-6 von Mel Renfro. Ein Wahnsinnsplay. Das waren 97, 98 Yards. Touchdown für die Cowboys. Ich bin ja ganz voll ab von meinen Versuchen einer Two-Point-Conversion. Wir gehen per Audible in den Spacing-Switch. Ball geht auf Irvin. 2 Punkte. 22:7 für Dallas mit dem Ende des 3. Quarters. Da haben wir 15 Punkte im dritten Quarter gemacht. Und damit schon eine gewisse Vorentscheidung in den Raum gestellt. So, die Niners haben noch genug Zeit, müssen nur jetzt in der Offensive natürlich mehr aufs Risiko gehen. Da sie 2 Touchdowns brauchen, können sie jetzt nicht wieder versuchen, mit vielen Läufen zu operieren. Jetzt wird Matt Ryan viel öfters und vor allen Dingen auch weiter werfen müssen. 1. und 10. Gleich mal ein vollständiger Pass, ein guter Open Field Tackle von Sean Lee. Da kommt es jetzt drauf an, damit die Uhr hier weiterlaufen kann. 2. und 4 von der 34. Wir gehen wieder in eine Zone Coverage. Ball an der 45-Yard-Linie, neuer erster Versuch und 10. Und, oh, 2 Miss-Tackles. Der Kittel Josh ist in der Endzone, der Tight End der 49ers mit dem Anschluss-Touchdown. Ganz schwache Verteidigung der Cowboys. Der PT sitzt, es steht 22-14 für Dallas. Die hier definitiv mehr Mühe haben, als sie es erwartet haben. Kein Onside-Kick. San Francisco vertraut auf die Defense. Das finde ich sportlich. An der Goal-Line nimmt Sanders den Ball auf. Der Return gestoppt an der 32-Yard-Linie. Wir haben noch 3 Sekunden bis zum 2-Minute-Warning. Wieder der Toss. Der Run über die Außen, der eben zum Touchdown geführt hat. Und wieder ist Emmitt Smith unterwegs. Und der ist so unfassbar schnell, dass er direkt hier den nächsten Rushing TD hinlegt. 28-14 der Spielstand. Wir probieren jetzt auch hier wieder eine Two-Point-Conversion. Aus dem Halfback-Dive hinaus. Quick Slant auf Michael Irvin. Da ist der Ball. 30-14 damit der Spielstand. 16 Punkte Führung. San Francisco braucht jetzt 2 Touchdowns und 2 erfolgreiche Two-Point-Conversions, wenn sie das Spiel hier überhaupt noch ausgleichen wollen. Der Kick geht an die 2-Yard-Linie, jetzt der Return von San Francisco. Der ist gestoppt an der 26-Yard-Linie. Versuch und 10. Wir gehen in eine Cover-4-Drop-Defense, also wieder in eine Zone-Coverage. Und fast die nächste Interception. 2. Versuch und 10. Ich glaube, die beiden Picks und gerade der Pick 6 zuletzt, die haben Matt Ryan echt zugesetzt. Die haben ihm wehgetan. Open Field Tackle von Fender Esch. San Francisco nimmt eine Auszeit. Sehen sich jetzt am 3. und 7 gegenüber. Wir gehen in eine Cover 4 Palms. Bleiben also in der Zone Coverage. Oh, da legt sich, Entschuldigung, Ed Too Tall Jones aufs Maul. 4. und 7. Den müssen sie jetzt natürlich ausspielen. Von der eigenen 29-Yard-Linie aus. Das ist die nächste Interception. Wieder ist es Mel Renfro. Und der macht da die nächste Pick 6 draus. Eieieiei. Also Matt Ryan hat nach einem so guten Start hier komplett bei den letzten Drives alle 3 Interceptions, 2 davon zu einer Pick 6 zurückgetragen. Das tut schon echt weh. 30-14 der Spielstand. Das Ding ist natürlich durch hier. Der Return läuft, aufgenommen an der 1-Yard-Linie und gestoppt an der 32. Erster Versuch und 10 für die Niners. 1:22 haben wir noch auf der Uhr. San Francisco könnte noch zweimal die Uhr anhalten. Aber bist du da bei dem Spielstand noch interessiert dran? First Down, unwahrscheinlich wenig Druck. Erster und 10 an der 47. Neuer First Down an der 26-Yard-Linie. Matt Ryan ballert sein Team gerade hier übers Feld. Incomplete Pass. Weiß nicht, wo er dahin wollte. Zweiter Versuch und 10. 50 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Oh, ein Hit-Tickle. Versuch von Sean Lee, ging komplett ins Leere. Dritter und 6. Den Mann kennen Sie bereits, Mel Renfro. Das gibt es nicht. Dritte Interception. Dritter Interception, Return, Touchdown. Unfassbares Spiel. 45:14. Damit der Spielstand für die Cowboys. So, wir sehen den Kickoff. Der Ball geht an die Goal-Line. Jetzt der Return. Jeffy tackelt leider ins Leere. Erster und 10 an der 27. Wir haben noch 22 Sekunden auf der Uhr. Cover 4 Quarters weiterhin. Vollständiger Pass. So, wir haben einen zweiten Versuch und 8 an der 29-Yard-Linie. 16 Sekunden haben wir noch zu spielen. Neues First Down an der 40-Yard-Linie. Zweite Auszeit genommen der 49ers. Erster und 10. An der 40-Yard-Linie. Wie gesagt, 10 Sekunden nur noch auf der Uhr. Das ist das nächste First Down. Und jetzt die letzte Auszeit der 49ers. 4 Sekunden noch auf der Uhr, ein Hail Mary-Versuch von Matt Ryan. Tiefer Ball, incomplete Pass, das war's. 45:14 schlagen die Dallas Cowboys die San Francisco 49ers. Wunderbarer Start in diese Solo-Battle-Woche. Also 1:0 steht's. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.